Wir befinden uns hier im Showroom des renommierten Küchenstudios Dross & Schaffer Ludwig VI in München. Herr Rambach, Sie sind der Initiator der Fachmesse Küchenwohntrends. Erklären Sie uns kurz das Konzept. Warum fassen Sie Küche und Wohnen zusammen? Ja, das kann man ganz einfach erklären, wenn man sich die Entwicklung der Einbauküche ansieht in den letzten Jahrzehnten. Gerade wenn man jetzt die Jahrzehnte denkt, 50er bis 70er Jahre, dort wurde die Küche in einen geschlossenen Raum verbannt. Es war ein reiner Arbeitsraum, in dem man eben gekocht hat und nicht viel mehr. Und da ist in der Zwischenzeit sehr viel passiert. Die Küche hat sich ein ganzes Stück weit geöffnet. Der Sitzplatz ist wieder in die Küche zurückgekehrt. Das war früher schon so, als noch eine Feuerstelle in der Küche war. Und damit passiert es natürlich auch jetzt viel mehr in der Küche. Es wird nicht nur gekocht, es wird gegessen, es werden Hausaufgaben gemacht, es finden Partys statt, es wird gemeinsam gekocht. Schlichtweg ein wichtiger Teil zu Hause findet in der Küche statt. Und mittlerweile in der Architektur ist noch viel mehr passiert, nämlich die Küche öffnet sich nicht nur in den Essraum, sondern sogar in den Wohnraum. Längst sind diese Räume ineinander verschmolzen. Küche, Essen, Wohnen. Und das hat uns dazu bewegt, zur Küchentrends, wie sie früher hieß, jetzt die Küchenwohntrends zu machen, um das Thema Küche, Essen und Wohnen abzubilden. Am Sonntag, dem 20. März, ist die Fachmesse auch für Endverbraucher geöffnet. Wo sollte man auf der Messe unbedingt vorbeischauen? Überall. Es gibt unglaublich viele spannende Details auf der Küchenwohntrends. Zum Beispiel einen Flachbildschirm, der sich in eine Nischenwand bündig in der Küche versteckt. Wenn der Flachbildschirm ausgeschaltet ist, sehen Sie überhaupt nichts. Sie können per Mausklick starten und dort Fernsehen gucken oder im Internet surfen, sich Rezepte raussuchen. Es gibt sehr viele spannende Themen zur ganzen Sache Wasser. Der Wasserhahn ist heute lange nicht mehr nur kalt und warm oder heiß. Der Wasserhahn kann heute schon kochendes Wasser produzieren. Das ist eine ganz tolle Geschichte, die richtig Spaß macht in der Küche. Und es gibt unglaublich viel zu sehen auf der Küchenwohntrends zum Thema Smart Home. Das haben Sie bestimmt schon öfters gelesen oder vielleicht auch schon selber darüber berichtet. Also es geht um das Thema vernetztes Haus und in unserem Fall natürlich um die vernetzte Küche. Also was heißt das? Ich kann mit meinem Smartphone im Kühlschrank nachsehen, was da noch drin ist. Ich kann meinen Geschirrspüler starten und wieder beenden. Ich kann die Laufzeit des Backofens überprüfen. Und da gibt es einige Aussteller, die uns das Thema live zeigen, bis zu einer Situation in der Küche, wenn die Frau im Haus kocht, dass sich die Arbeitshöhe automatisch anpasst und wenn der Mann kocht, dass die Arbeitshöhe sich wieder ändert. Können Sie uns einen neuen Küchentrend schon vorab verraten? Ja, es gibt eine ganze Menge Trends, wenn wir über Küchenmöbel sprechen, also das heißt über die Schränke. Einen Trend können Sie hinter mir schon gut erkennen. Das Thema Echtholz hat in der Küche wieder einen ganz tollen Landeplatz gefunden. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass Küche, Essen, Wohnen sich öffnet. Also möchte man mehr Behaglichkeit in der Küche haben. Aber es gibt auch ein paar andere interessante Tendenzen, wie zum Beispiel ein echter Beton, der auf der Oberfläche der Küche verarbeitet wird. Und das geht noch ein Stückchen weiter. Und das werden wir auch in München sehen. Küchen mit einer gespachtelten Metallbeschichtung auf der Oberfläche. Also unglaublich viel Spannendes. Und was Sie natürlich auf der Küchenwohntrends sehen werden, sind diese verschmolzenen Räume, Küche, Essen, Wohnen, fertig inszeniert mit bis 60 Ausstellern, die daran teilnehmen, von Seiko bis Rolf Benz, von Hösta bis Japp mit schönen Teppichböden und so weiter. Danke für das Gespräch. Gerne.